Türken, Kurden oder Polen, Spaniern, das ist vollkommen scheißegal. Ne? Ich laufe mit dieser Hautfarbe seit 44 Jahren rum und seit 44 Jahren habe ich diesen Kampf. Es ist wirklich anstrengend. Ne? Und ich möchte gerade von uns, von euch Ausländern, guck mal, Albaner, Türke, Arafat ist Palästinenser. Ich möchte gerade unter uns, die irgendwo auf eine Art und Weise das gleiche Leid hatten, damals, wo wir jung waren, ne? Ich möchte, dass keiner von euch oder ich oder die, die uns folgen, unsere Kinder oder Verwandten, sowas erleben müssen. Ich möchte das nicht. Es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Deswegen sage ich jetzt heute hier, ich weiß, Arafat hat mit euch geredet. Guck mal, eure Community guckt zu. Ich weiß, ihr hättet jetzt gesagt, ey, Entschuldigung, tut mir leid, dies, das. Guck mal, die Sache ist gegessen, ist geklärt, alles ist vorbei. Ne? Ich wünsche euch viel Glück mit dem, was ihr macht. Bitte, bitte verzeiht mir, wenn ich an die Decke gehe bei manchen Sachen. Und ich möchte auch, dass ihr versteht, ihr seid jung und ihr macht Content. Bitte passt auf, dass ihr niemanden sein Herz schwarz macht mit den Sachen, die ihr macht. Okay? Das würde ich euch sagen. Okay? Das 100%. würde ich euch sagen. Du sagst nur Hack und du hast nur, Allahumma barik, nur Hack gesprochen und an dein Wort. Alhamdulillah. Deine Hautfarbe ist meine Hautfarbe, andersrum genauso. Manchmal hast du recht, in einer Wut, in einem Zorn sagt man Sachen, die man danach sagt, was habe ich da gesagt eigentlich? Verstehst du, was ich meine? Aber trotzdem habe ich mit den Jungs geredet. Aus freien Willen, Wallahi, aus freien Willen will Engel Chari, der heißt nicht Engel Chari, reden und Baralu genauso. Und ich möchte auch, inshallah, ich will nur vorab was sagen, Manu. Uksum, wer Schwarze, Religionen, irgendwas mit den Leuten, die ich zusammen bin, ja? Live geht und beleidigt, Uksum billah, ich werde nie im Leben, ich werde euch boykottieren. Ich werde genau derselbe Feind sein, wie ich würde hinter Manu stehen, als hinter dir oder oben. Weil wer seine Hautfarbe beleidigt, meine Hautfarbe, wer ihn beleidigt, beleidigt. Barakallahu fiek, barakallahu fiek, Meine ich richtig ernst und nicht, weil irgendwann muss das, hast du recht, irgendwann muss das auch aufhören. ja. 100% hast du recht. Ja, Ne? So, wie gesagt, guck mal, ich will den Jungs nicht vorschreiben, was sie machen. Das, was sie machen, machen sie, die werden ja wohl irgendwas richtig machen, sonst hätten sie nicht so viel Follower und Content. Und ich will mich da auch nicht einmischen, weil das ist die Zeit von heute. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich würde euch raten, das ist wirklich nur ein Rat. Ne? Macht das, was ihr macht. Das macht ihr gut. Nur sorgt dafür, dass ihr niemanden sein Herz schwarz macht. Wenn die Leute mich manchmal sehen, wie ich im Internet bin und auf Leute fluchen, dies und das, ne? Und bei Allah, ich mache das nicht umsonst. Ich bin kein Mensch, der rausgeht und Leute blöd einfach anpöbelt oder Leute verflucht oder Leute beleidigt umsonst. Jedes Mal haben die mir was vorher getan. Und das ist nur eine Reaktion. Okay, das ist nur eine Reaktion. Nach dem heutigen Tag, hoffentlich, wenn man sich irgendwo trifft, dann werdet ihr sehen. Ich bin nicht der Mensch, für den die Medien mich gemacht haben oder was die Medien immer von mir sagen. Manuel rastet aus oder Manuel ist der oder Manuel ist das oder Manuel haut den Rapper in die Fresse. Wenn ein Rapper von mir in die Fresse kriegt, hat es verdient gehabt. So, und das kann, ihr kennt, jeder kennt die Geschichte, er hat es verdient gehabt. Okay? So, und ich habe meine Strafe hingenommen wie ein Mann. Ansonsten fällt dir nichts vor. Ich mache meine Musik, ich mache meinen Content, das Gleiche wünsche ich euch auch. Inshallah macht ihr das weiter erfolgreich. Und dann soll die Sache ein Ende haben für mich. Tare, Ja. was sagst du dazu, Bruder? Ja, wo er recht hat, hat er vollkommen recht. Ich bedanke mich erst einmal, dass er mir überhaupt die Chance gibt. Manuel, aber ich wollte mich nochmal entschuldigen. Es tut mir leid und es wird nie in der Zukunft mehr was passieren. Oder Fasla konuşmak mal gerek yok canım benim. Bruder, Ne? bitte, bitte. Entschuldigung. Ich habe zu ihm gesagt, es bedarf keine weitere Rede. doch, doch, Ne? doch. Alles ist okay. Bruder, lass ihn, wie du dein Herz ausgeschüttet hast, soll er sein Herz auch ausschütten. Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, wie gesagt, das tut mir wirklich leid. Das müsste nicht sein. Das war übertrieben. Ich habe dich auch 2 Jahre lang provoziert. Wie gesagt, wo du recht hast, hast du recht. Irgendwann flippt man halt aus, aber wird in Zukunft nicht mehr vorkommen. Und ja, genau. Bleib wie du bist. Ich küsse dein Herz. Dankeschön, Bruder. Vielen Dank. Dankeschön, Bruder. Vielen Dank. Bei Allah. Ich bin nicht dahinter, ich unterstütze sowas nicht. Machst du es? Bei Allah, ich bin 100%. Ich bin der rechte Arm von Manuelsen dann. Nur zur Information. Und nochmal, weder bei Allah, nehmen alle. Stopp mal, du kommst noch. Bei alle hier, Manu. Bei Allah, Allah. Weder habe ich jemand aufgehetzt, jemand gesagt, er soll es machen, er soll es tun.
Ich bin gegen sowas. Nur zur Information. Den ganzen, ich küsse dein Herz, Arafat. Es ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Wir hatten ja darüber schon gesprochen gehabt. Ist alles, also nein, vergiss das. Insta, Janne. Ich weiß, aber trotzdem nehmen die ganzen Leute, die hier sind und die möchte gern Fitna machen, möge Allah euch vernichten. Egal, wer es ist. Bitte, Barilla. Bitte, Barilla. Ich habe auch natürlich was geredet und so, aber ich, also Engel ist ein Bruder von mir und da wurde so ein bisschen gehatet und so, als Rassist dargestellt und ich wollte den nur in Schutz nehmen und so, ne? Also ich habe ja nichts gegen dich oder gegen wenn jemand anderen, ja was. Ich wollte den nur in Schutz nehmen, weil er wurde so dargestellt und dann habe ich meine Worte so halt gesagt, ne? Aber wenn es dich verletzt hat, dann es tut mir leid, aber. Nein, ist nicht aber. Guck mal, ich will dir was sagen. Guck mal, du musst denjenigen in Schutz nehmen, der im Recht ist. Okay? Und wenn du das so gedacht hast, dann ist das ein ehrenhafter Gedanke für deinen Freund, ne? Aber es ist halt nun mal einfach falsch, weil es einfach falsch gelaufen ist. Guck mal, ich bin der Ältere, ich bin 44 Jahre alt, ich komme zu euch, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, ne? Ich komme zu euch und hab euch das ganze Ding hier, alles, was wir geplant haben, so leicht wie möglich gemacht. Ja, ne? Keiner hätte irgendwas sagen müssen. Ich wäre jetzt auch rausgegangen, hätte weiter meine Sachen gemacht und dann wäre gut gewesen. So, aber wenn du mir jetzt hier sagst, du wolltest den Schutz nehmen, wenn ich dir was gesagt habe, dann tut's mir leid, aber ja, guck mal, du hast nicht die Power, mir irgendwas zu sagen, was mich verletzen könnte. Es ist nur traurig, dass du das so sagst. Ich übersetze dir, was er meint. Ich habe mit ihm geredet, ich übersetze dir. Er kann okay. Nicht artikulieren. Okay. Er wollte nur Schare in Schutz nehmen, dass er kein Rassist ist. Dass du im Recht bist, ist außer Frage. Ja. Er wollte nur zeigen, dass er kein Rassist ist. Er hat den Fehler gemacht. Wallah al-Azim, genau das hat er mir auch gesagt. Nur darum, er wollte beweisen, nicht, dass er in Schutz nimmt, weil er sein Freund ist. Nein, Bruder. Bei Allah, er meint zu mir wörtlich, was Schare gemacht hat, ist unterste Schublade. Aber man darf ihn nicht als Rassist nennen, weil er keiner ist. Das wollte er dir sagen. Ja. Genau das. Guck mal, dass er jetzt nicht der Vollrassist ist, ne? Das glaube ich ja selber. Aber so, ach, weißt du was? Lass gar nicht drüber reden. Hallo. Habibi, Mann. Das Thema ist zu. So, Thema ist zu. Schade. Hast du irgendwas auf dem Herzen? Irgendeinen schwarzen Fleck? Hast du? Nee, ich habe nur momentan heute wie viel bei Tipico Geld verloren. Aber ich wünsche dir alles Gute in Zukunft. Du bist einer der besten Künstler. Ich liebe dich. Du bist mein Bruder. Dankeschön, Bruder Herz. Barello, hast du irgendwas auf dem Herzen von mir? Hast du irgendwas? Also, was meinst du? Hast du zum Thema oder so allgemein? Nein, hast du irgendwas von mir noch? Hast du irgendein... Also in meinen Augen bester Sänger von ganz Deutschland. Manu, Dankeschön. Schade. Ja, Abi. Guck mal, schade. Ich bin mir sehr sicher, dass du diese Schokokuchen-Sache zurücknimmst und dass das. Ne? Deswegen, Arafat. Barak Alafik. Eine Minute nur noch. Ich will euch Fadal. Will euch beide was sagen. Ja. Er ist erstens euer älterer Bruder. Ob wollt oder nicht, ihr habt ihn zu respektieren. Ich meine das richtig ernst. Wenn jemand das duldet, dass ein Älterer nicht respektiert wird, dann wirst du mich auch irgendwann nicht respektieren. Und da stehe ich nicht. Er ist euer älterer Bruder und falls in Zukunft irgendwas ist, seine Nummer habt ihr, ihr könnt ihn anrufen, ihr könnt ganz normal mit ihm reden. Ich kenne Bilal, mit ihm kann man ganz, sogar sehr, sehr sachlich, sehr, sehr gut reden auch. Nur zur Information. Dankeschön. Wallahi, kein Problem. Gerne sogar. Und Jihad, der Bruder neben ihm, ist auch Haqqani, er ist auch ein korrekter Typ und er weiß, was Recht und Unrecht ist. Das Wort. Habibi Arafat. Bitte. Barello. Sind wir Freunde jetzt oder? Also, wir sind Brüder. Allah. Manu Abi, alles gut. Ja? Es ist. Kommt, es ist alles gut. Es ist alles gut. Wir haben das jetzt gemacht, damit auch im Internet nicht weiter in meinen Streams oder in deinen Streams gesagt wird, ey, der Manuel so oder der Barello so oder Engelsgesicht so. Weißt du, ich meine, jeder hat jetzt gesehen, dass wir geredet haben. Alhamdulillah. Und alles ist gut. Und ich sage euch ganz ehrlich, der Größte gezeigt hat, ist Manu. Uksub Billah, du hast Größte gezeigt. Barakallahu fik. Ich danke dir vielmals, Arafat. Dankeschön. Dankeschön, dass du dieses Treffen hier aufgesetzt hast. Und vergesst auch nicht, ne?
Arafat hat hier ein Wort für euch eingelegt, ne? Und Martin hat mir ein Wort ans Herz gelegt. Ja, ne? Haltet euch an die Älteren in so Sachen. Ich hab dir was gesagt. Wallah al-Azim, wer mein Wort bricht, ich werde das machen, was sein muss. Habe ich dir mein Wort gegeben? Manuel, ich gebe mein Wort. Jihad auch. Ich rede hier in Jihads Namen. Wir machen unser Ding weiter. Und ihr macht euer Ding weiter und alles ist cool. Die Sache soll hier mit deinen Händen haben. Ich hab gegen niemanden was. Alles ist cool. Diese kleinen Brüder, wenn sie dich unterstützen kann, von dieser Auge auf. So sag ich das. Manuel Abi, wenn du Lust und Laune hast, ich lade dich zu meinem Kampf ein. VIP. Gegen Rambo. Diesen Rambo? Mit dem Maussystemen, ja. Der Afghane. Kennst du diesen mit dem Maussystemen? Ja, ich kenne den. Diesen meinst du ernst? Ja. Bolschanz. Okay, danke dir. Okay. Warte, ich habe auch noch was zu sagen. Oder? Wolltest du gehen? Bitte. Manu Abi, guck mal. Natürlich, vielleicht passt nicht zum Thema und so, aber weil wir das erste Mal live sind und so, ich würde mir wünschen, mit dir einmal ein Match zu machen. Können wir ein Match machen? Wenn du mich jemals ein Match machen siehst, ne, bitte komm und spuck mir ins Gesicht, bitte. Okay, es tut mir leid. Okay? Ich küsse euer Herz. Ah, verdammt, danke schön. Habibi, ja? Assalamu alaikum, Habibi. Alaikum salam. Habibi, Assalamu alaikum. Der ist doch voll der super Kerl. Was für ein netter, stabiler Mann. Geht mal, ich will sagen, ganz ehrlich. Ja, nee, gerade du, Shari, du hast wirklich, 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 du hast richtig reingekackt, wie man so schön sagt. Und inshallah, wenn du ihn erwähnst, erwähnst du ihn im Guten, erwähnst du ihn im Schlechten. Uksum billah, Shari, ist ganz ehrlich. Wallah, ich werde nicht live gehen. Leute, in Wahrheit hat Arafat Abi mir und Parello 40.000 Euro gegeben, uns beiden unterdrückt, dass wir das machen. Nein, Spaß, mach ich dich nicht wieder. Siehst du, Barrett? Ich würde euch nicht mal 40 Cent geben. Was? Okay. Nie wieder, Arafat Abi, das Thema ist vorbei. Alhamdulillah, es lag dir auch ans Herz, dass das Thema vorbei ist. Ich weiß das. Ja, du kennst mich, Arafat Abi, du kennst mich. Ich bin immer respektvoller Mensch gegen Ältere. Aber trotzdem, ich gebe dir einen Rat. Wenn du mal in einem Zustand bist, wo du nicht ganz bei Sinnen bist, komm nicht live. Das, bei seit Sinnen bin ich seit der Geburt nicht, hat der Arzt auch gesagt. Ganz ehrlich, komm nicht live. Mach ich nicht mehr. Weil bei Allah, er kam euch nicht in die Quere. Andersrum. Ich weiß, euer Content, ihr macht mal den Rapper. Aber irgendwo ist ihr habt einen Schritt. Egal, Alhamdulillah, es ist geklärt. Ich will gar nicht darüber reden. Und Khair ist besser als Scharm. Engel, was macht ja. Verlierer? Was macht Verlierer? Verlierer macht Anzeige an Manuel. Nein, ich mach. Marillo. Er macht ein bisschen Spaß, du musst dich übertreiben. Hey, Barello. Wallah, Arafat Abi soll entscheiden, was Verlierer macht. Arafat Abi, gib eine Hardcore-Strafe. Hardcore-Strafe? Aber eine Sache habe ich nicht verstanden, Papa. Kann ich eine Frage stellen? Hör mal zu, geh zur Benimmschule. Wer verliert, geht zur Benimmschule. So eine Schule gibt's nicht. Doch. Wo? Zeig mir so eine Schule, ich gehe jetzt sofort. Ich habe eine Frage, ja? Ohne bitte. Fitna oder so, ja, Wallah, weil. Wenn deine Frage unter die Schuppe. Nein. Babari, also, ich habe ihn nach Match gefragt, er meinte, spuck mir ins Gesicht, wenn ich Match mache. Aber was ist der Unterschied zwischen TikTok und Twitch, ja? Da muss man auch auf Abonnenten warten wegen Geld. Also, warum ist. Also. Engel, kannst du das beantworten? Ja, ich beantworte das. In Twitch ist moderne Bettlerei, wo man nicht so erniedrigt wird, bei TikTok wird man erniedrigt. Nee, ja. Kommt drauf an. Okay, können wir das Thema jetzt sein lassen? Okay. Jeder soll das machen, was er für richtig hält. Ihr macht das, was ihr für richtig hält. Er macht das, was für er richtig hält. Ich mach das, was ich für richtig hält. Okay? Erledigt. Und bei Allah, noch einmal so ein Thema. Salamu alaikum. Wallah, Billa Papari, du bist der King von ganz Deutschland. Ich will gar nicht der King sein. Ich bin Arafat Abu Shakir, mehr nicht.
Boah. Und ja, ich bin hast du auch gesehen, ja. Aber Barello, ich habe eine Frage an dich. Ja. Ich möchte wirklich, wirklich, wirklich verstehen, wie kamst du auf so eine Frage? Bist du seit Geburt Abu Shaka? Oder bist du, wie kamst du auf, wie kommt man auf so eine Frage? Weil, Babari, wenn man Arafat Abu Shaka hört, und wenn ich mir denke, fünfte Klasse, jemand hat sich angemacht mit Arafat Abu Shaka, weil ich komme auf mein Leben nicht klar. Oder Wallahi, Wallah, Wallah, du bist durch. Ich meine das ernst. Du hast wirklich. Arafat, warum adoptierst du ihn nicht, ja? Wallah, gib ihm doch den Namen. Hey. Warum mach doch eine gute Zwecke? Was ist das denn, Wallah? Adoptieren ist im Islam haram. Aber was mit Frauen, die keine Kinder bekommen? Also dürfen die nicht. Wie haram, Babari, wo steht das? Adoptieren, adoptieren. Weißt du, was adoptieren heißt? Adoptieren. Wenn man adoptiert ein Kind. Ist das Adoptivigkeit? Was, Arafat, wenn du ihn nur adoptierst und dann wieder rauswirfst? Manche haben sich damals adoptieren lassen, um einen Adelstitel zu bekommen. Prinz Markus war das so. Der hat sich adoptieren lassen, dass man ihn Prinz nennen darf. Der ist ein Prinz Jarak, ist das. Ey, ist mir egal, was er ist. Wo ist Momo eigentlich? Ich weiß nicht. Wollen wir den Momo ist auf der Flaschensuche. Der schreibt Flaschenbriefe. Ganz der Schare sagt was und du Barello. Ob du Orgasmus machst. Wie kann er das nur? Leute, alle auf Plus drücken bei mir, die nicht Plus gedrückt haben. Leute, man kann mich abonnieren. Wir haben mich abonniert, also den Stern, ich folge dir zurück. Mach die 80 Abonnierten voll, gönnt mir 4 Euro im Monat. Fertig? Dann bist du so speziell Gast, ja, Abi. Schade. Also ich will das nur noch mal klären. Adoptieren, nochmal. Nicht, dass ihr denkt, das ist haram. Adoptieren ist erlaubt, aber du darfst ihm nicht deinen Nachnamen geben. Du musst ihm sagen, wer seine Eltern sind. Okay? Du kannst ihn großziehen. Er versteht mich nicht falsch. Aber die meisten, die adoptieren, geben ihm den Nachnamen und nennen ihn noch Vater und so. Das geht nicht. Arafat, zieh ihn doch groß. Nimm so einen Babywagen. Wallah, so wie ich. Und er muss auch, dass er adoptiert ist und wer seine Eltern sind. Nur zur Information. Denk nicht, ich mache hier meine... Das wäre doch geil, wenn... Wir sind ja mittlerweile, Wallah, so gut miteinander wie Vater schon Verhältnis, wenn der mit Babywagen kommt, Arafat Adi so zittert, Babyflasche gibt. Salam alaikum. Alaikum. Beweg dein Handy, Momo. Alaikum salam, Momo, mein Flaschenjunge, wie geht's dir? Du, die und du, Junkie. Gut, danke. Hey, Papa, warte, guck mal, das ist... Er sagt Flasche, Barello, aber ich darf nicht Junkie mehr sagen. Ich finde es so schön, wie ihr euch respektiert. Wallab, Arafat, aber bitte hör auf, Arafat, du siehst doch... Ich hab 100 Mal gesagt, Arafat, Abi, du Kulturloser, 100 Mal! Salam alaikum, alaikum salam, Wallab, Papa. Wallab, 100 Mal hab ich dir gesagt, du nennst den Arafat, Abi. Engel, mein Engel, Schare, Schare, Schare. Keine Respekte, du. Schare. Falschnöffler, ja. Schare, ich meine das ernst, hör jetzt auf in Zukunft damit, ich meine das Was ernst. Denn, Bruder? Ich will euch... Hör auf damit. Okay, Bruder, wenn dich das verletzt, mach ich nicht mehr. Schare. Das verletzt mich nicht, aber hör einfach auf damit. Okay, mein kleines Zwergenbruder. Dann hört mir doch zu. Boah, ich gehe sowieso aus, davon abgesehen, weil mittlerweile in letzter Zeit... Mit euch eine Runde, Papa, bitte, warum? Wer verliert, geht raus. Okay. Ich verliere. Ehrlich jetzt? Ja, ehrlich. Scheiße, Leute, alle, die da sind. Dreimal tippen, Hand weg, dreimal tippen, Hand weg, Verlierer muss rausgehen. Verlierer muss rausgehen. Ich will euch was sagen, ob ich verliere oder gewinne, ich gehe raus. Weil es nervt jetzt schon. Aber wieso, Engel ist... Dann kann ich mit euch reden. Papa Ari. Engel, musst du diese Tattoo weglesen, hat er noch nicht. Also wie lange müssen wir warten? Ramadan. Bruder, ich habe Arafat Abi geschrieben, frag ihn, das ist nicht so einfach. Arafat Abi sucht ja einen Ding für mich. Papa Ari. Warte, bitte. Bleib dran. Engel, warum bist du eigentlich draußen? Wallah, Bruder, frag nicht. Keine Ahnung, aber ich wollte halt in Ruhe reden. Konstellation, weißt du? Was passiert? Was ein Anruf ist das? Momo? Sommerlust! Leute, jetzt jeder eine Rose. Leute, immer viel liken, teilen diesen Stream und immer Geld. Jeder eine Rose! Leute, drückt alle auf Plus bei mir. Drückt alle auf Plus, Leute. Alle, Tupac, die ich weiß. Macht alle Rosen voll, Leute, und drückt alle auf Plus, Leute, ja?
noch 2000 Menschen, Leute, dann am 100.000 Abonnenten. Damit abonniert man Land, das war vor dem Monat. Wer mich abonniert, ist so ein Spezialgast. Kommentare und so werden gezeigt. Ach, und besser. Dann bist du so ein Spezialgast bei mir. Was bedeutet das? Was bedeutet, du kannst doch. Was ist das? Haben Sie alle gesehen? Geht es um uns? Nee, oder? Ich weiß nicht. Ich kann kein Arab, ich kann einen. Alles mal jetzt, Leute, jetzt. Alles mal zwei. Weiter. Alles mal zwei. Danke. Weiter, weiter, weiter. Vielen Dank, alles mal zwei. Jungs. Oh, Timin, danke für deinen Abonnent, Bruder. Du bist der Spezialgast, du bist nur in mein Herz drin. Oh, Thanos, danke, mein Bruder. Levin, ich küsse dein Herz, Levin. Danke. Ach, danke, mein Bruder. Löwe! Glücklich, Löwe und ein Herz im Chat. Ist aber wohl. Löwe und ein Herz im Chat. Löwe sagt King. Hayette, Löwe ist Tag 1 Supporter von mir. Löwe ist der King. So, weil uns danke. No merci, danke, Dario, danke, danke. Bruder, ich schwöre dir, ich weiß nicht, wer das ist, aber der spottet parallel gut. Frau Pari, ging es um uns? Nein. Ist Ozan live? Nein. Warum? Schigi, ich küsse deine Herz. Hat er was gemacht? Ruf ihn mal an. Wieso, was hat er gemacht? Clever Fit. Desper, danke für deinen Abonnent, Bruder. Warte, ich ruf ihn an. Wir klären noch eine Sache und dann sind wir fertig. Okay. Ey, Ozan, Papa Ari wartet auf dich. Wir müssen noch was klären. Du musst live kommen, jetzt direkt. Du hast gleich jetzt, ich küsse dein Herz. Schigi, ich bin dir gefolgt. Ich schwöre, wir haben... Danke schön. Papari, du wartest, ne? Ja, ja. Ozan, ja, komm, ja. Komm mal kurz live. Also, guck mal, du hast mit deinem Leben gespielt. Okay, egal. Hallo, gut, danke für deinen Abonnenten, Bruder. Papari, mach ihm mehr Angst, bitte. Weil es ist eine Klappe, ich mach ihm keine Angst. Übertreib deine Rolle nicht. Schigi, vielen Dank, Schigi. Tut mir leid. Wallah, irgendwann ist gut. Ja, aber wegen Adrenalin und so, wallah, das... Warum deine Herz immer so schwarz? Warum die immer aufhetzen? Danach, nach diesem Spiel, tu mir bitte einen Gefallen, Momo und Engel geht für eine Runde mal raus. Ich muss Ozan und Ibo holen. Okay. Welcher Ibo? Kurt Ibo. Wer ist das? Der letztens mit euch live. Nach dieser Runde. Momo. Ja. Wollen wir nach dieser Runde Hardcore-Match machen? Momo, um Glatze, schau, ich habe wieder meine Haare gefärbt und so, um Glatze. Ja, was für Haare, du hast eine Glatze schon. Nein, Bruder, ich habe Haare gefärbt und so und heute frisch gemacht. Oder lass uns T-Shirts reißen, wieder Hardcore, aber Hardcore. Donis Doktor, danke schön. Danke an ihn. Leute, gleich wird wieder Heer gemacht. Danke an ihn, Leute, Löwe ist der King. Und Sava Lounge, oh, Leute, alle danke plus an alle. Alitza, danke. Ey, Barello, warum sieht man dich in Langnitz nicht? Bist du da gesperrt? Ich wurde gesperrt. Ach ja, wenn wir schon mal hier sind, Leute. Wir wissen alle, wer unsere Seiten bis jetzt gesperrt hat, aber wir halten noch das geheim. Wer war das denn? Ich will euch... Nein. Nicht jetzt. Nicht Spekulation, wenn ihr keine nicht Beweise habt. Habe ich. Ja, erstmal schickst du Papa Ari privat, er regelt das. Ich brauche Papa Ari, kann ich jetzt sofort vor der Kamera schicken? Nein. Okay, geht mal bitte kurz, ihr zwei, Bruder. Wir kommen komm, gleich. Ja, komm, Bro. Geht weiter raus. Wie Momo so traurig ist, ne? Weil er hat ja nur niemanden außer die. Und die Reichweite von Momo geht weg. Habst du seine Augen gesehen, wie traurig der war? Wo Harawa da gesagt hat, geht beide raus.